Dieser junge Mann heißt Hermann Simon. Er ist aus einem Dorf im Hunsrück gekommen und will Musik studieren. Zu Hause war er ein Genie. Aber im München des Jahres 1960 ist er nur einer von vielen, die hinter ihren Träumen herrennen. Das ist Frau Moretti, eine Operettenkünstlerin aus Ungarn. Sie nimmt Hermanns Koffer in Verwahrung und verspricht ihm eine sturmfreie Bude. Renate, sie ist eine Jurastudentin aus dem Schwabenland, die Hermann bei sich aufnimmt und ihn beinahe verführt hätte. Clarissa Lichtblau ist eine hochbegabte Cellistin. In sie hat sich Hermann sofort verliebt. Sie aber liebt nur ihr Instrument. Die Landkinder, auch Clarissa ist eins, müssen erst einmal lernen, in der fremden Großstadt zurechtzukommen.